Der Weihnachtsmarkt am dritten Adventssonntag im Senftenberger Schloss war im wahrsten Sinne des Wortes märchenhaft. Pünktlich zum Event hatten Frau Holle und die fleißige Goldmarie weiße Flocken rieseln lassen. Die Marktstände waren gut besucht und bei frostigen Temperaturen waren heiße Getränke und Leckereien sehr begehrt. Märchen und Musik sorgten für gute Stimmung bei den zahlreichen Besuchern. Das Museum mit seinen Ausstellungen hatte geöffnet und präsentiert auch in diesem Jahr wieder wunderschön geschmückte Weihnachtsbäume. Sie sind in diesem Jahr in die Sonderausstellung Wenn Puppen Laufen Lernen, DEFA, Trickfilme aus der DDR integriert. Nach 2 Jahren Corona-Pause blicken die Veranstalter auf eine sehr gelungene Veranstaltung zurück und danken allen Mitwirkenden und Unterstützern.